Berlin, Hauptstadt und politischer Mittelpunkt Deutschlands. Von hier aus wird das Land regiert und dort wächst die nächste Politikergeneration heran. Ob Nadine Schön oder Daniel Zimmermann. Wir begleiteten sie auf ihrem Weg zwischen Tagespolitik und Idealismus, privat und politisch. Florian Bernschneider oder Sven-Christian Kindler. Sie verändern Deutschland und wir zeigen euch noch einmal die Highlights aus den vergangenen Wochen. Nadine Schön sitzt seit 2009 im Deutschen Bundestag und vertritt dort die Interessen ihrer Partei, der CDU. Wir folgten der sympathischen Anpackerin auf Schritt und Tritt im Bundestag und machten auch vor ihrer Chefin nicht Halt. Frau Merkel hatte ich direkt an meinem ersten Tag getroffen, nämlich bei ihrer Wahl zur Kanzlerin. Wir standen dann hintereinander in der Reihe, um die Stimme abzugeben zu ihrer Wahl. Und da kam es dann zu einem kleinen Smalltalk über junge Frauen in der Politik. Also das war eine ganz nette Begegnung. Sie war auch sehr, sehr entspannt, sehr, sehr nett. Aber auch in ihrem saarländischen Wahlkreis St. Wendel beobachteten wir das enorme soziale Engagement der 27-jährigen Politikerin. Wie viele sind jetzt hier in der Gruppe? Es sind 18 Kinder in der Gruppe, wobei 12 Nichtbehinderte und 6 behinderte Kinder integriert sind. Okay. Und die kommen morgens ganz früh? Ja, wir haben ab 7 Uhr geöffnet. Oh, sehr gut. Es ist so wichtig, dass ich einfach zuhöre hier, viel im Gespräch bin mit den Mitarbeitern. Denn die sind hier vor Ort, die können mir sagen, hier liegen die Probleme und da muss noch was getan werden. Ob in der Heimat oder auf der großen Politikbühne in Berlin. Also ich habe mich von der Illusion verabschiedet, wirklich alles lesen zu können, was auf meinen Schreibtisch kommt. Nadine zeigte uns, wie sie, immer mit einem Lächeln auf den Lippen, nie die Übersicht im politischen Arbeitsalltag verliert. Ich glaube, dass man den Job der Politikerin nicht ohne Herzblut machen kann. Wenn man das als Job ansieht, dann kommt man, glaube ich, nicht damit klar, dass wirklich so der ganze Tag gefordert wird und das Wochenende gefordert wird und dass man auch in der Öffentlichkeit steht und in die Familie mit einbezogen ist. Also man muss das schon komplett wollen und gerne machen. So mit einer 8-Stunden-Mentalität wird man, glaube ich, in diesem Job nicht glücklich. Das sieht auch Daniel Zimmermann in Monheim am Rhein so. Dort ist der Bürgermeister und Mitbegründer der unabhängigen Partei PETO. Der 28-Jährige zeigte uns, dass man durchaus ein Politiker zum Anfassen sein kann. Und darum gibt es zum Beispiel die Bürgersprechstunde im Monheimer Rathaus. Das, was ich hier mache, das ist schon ein Traumberuf. Wobei ich glaube, das ist eben nicht nur ein Job als Politiker, sondern auch in der Form, dass ich hier für einen Ort in den Augen der Leute, ich für ganz viele Dinge verantwortlich bin. Und das ist unglaublich vielfältig und macht sehr viel Spaß. Wie vielfältig das Leben eines Bürgermeisters sein kann, zeigte uns Daniel auf seinen sehr unterschiedlichen Terminen. Er ist ein Politiker, der auf jung und alt zugeht. Wir haben also uns alle sehr gefreut, dass wir nun so einen jungen Bürgermeister haben. Und man sollte ihm die Chance geben, auch zu beweisen, dass die Jugend zu solchen Ämtern fähig ist. Daniel Zimmermann ist es. Und kümmert sich auch um die Belange der örtlichen Vereine. Wir freuen uns, dass Sie uns mal besuchen. Ich nehme an, dass Sie auch gleich mal einen Ehrenschuss machen möchten. Ja? Ja, sehr gerne. Es ist wichtig, dass Herr Zimmermann heute dabei ist, weil er den Ehrenschuss abgibt und als Bürgermeister auch gerne bei den Vereinen gesehen ist. Zwar ist nicht jeder von Daniel Schüssen beim Schützenverein ein Treffer, aber für die Monheimer ist er als Bürgermeister der Volltreffer. Der in seiner Freizeit eher die leiseren Töne anschlägt. Freizeit ist schon wichtig für mich, um immer mal wieder auch Abstand zu bekommen von dem, was ich im Rathaus mache. Natürlich habe ich nicht mehr so viel Zeit wie früher, als ich noch kein Bürgermeister war.
Und ja, das ist eher schon selten, dass ich mich wirklich mal eine Stunde hinsetzen kann, um ja dann Gitarre zu spielen oder sowas. Aber wichtig ist es auf jeden Fall. Und wenn der junge Bürgermeister nicht gerade die Saiten seiner Gitarre zupft, haut er ordentlich in die Computertasten, um Fragen seiner Mitbürger zu beantworten. Und zeigt es, dass er tatsächlich ein Anpacker zum Anfassen ist. Neben dem politischen Küken aus Monheim stellten wir euch das Küken des Bundestages vor. Florian Bernschneider ist 23 Jahre alt und vertritt seit 2009 die FDP. In Berlin zeigte uns Florian seinen Arbeitsplatz. Normalerweise kennt man den Bundestag ja nur von vorne. De facto ist der Eingang, durch den wir Abgeordnete gehen, der hintere Eingang. Das sieht von außen immer noch schön aus, aber vielleicht nicht so, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Unter der Kuppel des Berliner Reichstages musste sich Florian auch erstmal zurechtfinden. Aber mittlerweile bewegt sich der junge Politiker bereits wie ein alter Hase auf dem politischen Parkett. In seiner Heimat, im niedersächsischen Braunschweig, greift Florian die Themen auf, für die er sich in Berlin einsetzt. Für ihn muss Politik zum Greifen nah sein. Ich glaube, der Punkt, wie man junge Leute für Politik begeistern kann, ist einfach ihnen klarzumachen, was heute entschieden wird, entscheidet über ihre Zukunft. Und was für mich als junger Liberaler immer gezählt hat, warum mir auch Politik machen Spaß gemacht hat. Man kommt viel rum, man ist in ganz Deutschland unterwegs, man lernt andere junge Leute kennen. Und das fand ich immer unheimlich spannend, so viele Themen und so viele Menschen kennenzulernen. Der 23-jährige Anpacker kommt auf der Straße im direkten Gespräch mit seinen Wählern erst so richtig in Fahrt. Als politischer Vollprofi gibt Florian aber auch in den Medien Vollgas. Bei einem Interviewtermin beim örtlichen Radiosender erklärte er uns, worauf es ihm dabei ankommt. Ich glaube, das versteht sich von selbst, dass wenn man on air ist, das heißt, wenn man ins Mikro spricht und die Leute live mithören, dass man die Worte dann eher abwägt. Also dann überlege ich, was sage ich genau und wie kann das vielleicht auch draußen ankommen. Wenn man so privat untereinander spricht, in der Pause mit dem Moderator, dann ist jedes Wort nicht so wichtig. Und dann ist man dann, natürlich ist man dann ein Stück weit lockerer, als man das vielleicht on air ist. Gut, Herr Hörsmüller, wir müssen weiter. Vielen Dank. Dankeschön und beim nächsten Mal auch zur Praktika und allem, was dazugehört. Bildung ja? Und Kultur noch. Machen wir. Ciao Florian. Hallo Sven. Sven Christian Kindler, 1985 in Hannover geboren und seit letztem Jahr im Deutschen Bundestag. Die Vision des jungen Idealisten, eine gerechtere Zukunft für alle. Sven durften wir bei einer Rede im Deutschen Bundestag begleiten und das unter den Augen von Außenminister Westerwelle, seinem Chef Jürgen Trittin und auch der Bundeskanzlerin. Ich habe schon Respekt vor jedem einzelnen Mitglied im Bundestag, aber persönlichen Umgang merkt man sehr schnell, dass das alles normale Menschen sind, mit denen man gut quatschen kann und dass es alles eigentlich ziemlich locker und easy ist. Jetzt hat unser Kollege Sven Christian Kindler das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Und deswegen ist grüne Außenpolitik, vor allem Friedenspolitik und kurz bei Rüstungsprojekten, das ist völlig klar. Wetterbedingte Naturkatastrophen betroffen sind. Natürlich ist auch Sven in seiner Heimat aktiv und will vor allem jugendnah arbeiten. Daher nimmt er gerne Termine in Schulen wahr, am liebsten in seiner ehemaligen. Es gibt nicht nur die alten grauen Männer in Berlin, die da regieren, sondern es gibt auch junge Leute, die da politisch aktiv sind in allen Parteien. Und ich glaube, es ist wichtig, dann auch da auch zu informieren, weil ich glaube, einen anderen Zugang habe zu den Schülerinnen und Schülern noch. Hast du noch zum Beispiel Zeit, mit deinen Freunden feiern zu gehen, die oft zu sehen, oder kommt das in letzter Zeit ein bisschen zu kurz? Also ich muss das ein bisschen besser planen und ich muss auch gezielt sagen, okay, jetzt mache ich mal einen Tag nichts, mache mal einen Tag frei und mache quasi einen Termin mit meinen Freunden und meiner Familie und verabrede mich. Doch all das nimmt Sven gerne in Kauf als junger Politiker. Er will die Zukunft Deutschlands selbst mitgestalten. In Berlin? Mal über die Brücke da hinten, weil hier so voll ist. Zeigte uns Sven, wie er dort politisch mitmischt. Der 25-jährige Anpacker ist ein grüner Politiker durch und durch. Das Thema Atomkraft ist ihm ein Dorn im Auge. Daher ist es für ihn selbstverständlich, gegen dieses, aber auch andere Themen zu demonstrieren. Für mich ist es wichtig, eben auch die Gesellschaft zu verändern. Ich glaube, jeder Mensch ist in gewisser Weise eine Art politisch. Und die Frage ist nur, wofür man sich einsetzt und was man erreichen will. Und es kann einem nicht egal sein, was in dieser Gesellschaft passiert. Und man muss, finde ich, dazu eine Meinung haben und sich äußern und dann auch das versuchen zu ändern. Wie das geht, hat uns Sven Christian Kindler auf jeden Fall näher gebracht.
Und im nächsten Best-of von Die Anpacker zeigen wir euch vier weitere junge Menschen, die sich aktiv in die Politik einmischen. Ob Yvonne Plötz oder Michael Adam, Deutschlands jüngster Bürgermeister, Daniela Kolbe oder Johannes Vogel.